Mein Name ist Bharat und ich bin der Creator von Bharat in Germany. In dieser Videoserie arbeiten wir zusammen mit dem Goethe-Institut. Ich will es wissen, wie es den Leuten geht, die mit Hilfe des Goethe-Instituts Deutsch gelernt haben und nun in Deutschland leben. Ich rufe jetzt Varughese an. Er ist 39 Jahre alt und er kommt aus Kerala. Er zeigt mir, wo er in Deutschland lebt und wie ist es hier in Deutschland zu arbeiten. Hi Varughese. Hi Bharat. Wie geht's dir? Bisschen müde, aber trotzdem geht gut. Und hast du da Regen? Ja, ein bisschen. Ja, Deutschland und Regen. In welcher Stadt wohnst du jetzt? Ich bin in Heidelberg, wo ich wohne. Das ist die Stadt eigentlich. Das ist ein kleines Dorf. Gehen wir hier, dann gehen wir hier. Da gibt es eine Bank, kleine Bäckerei, Post, DHL. Das ist Rathaus. Aha, zeig mir. Okay. Das ist Rathaus, kannst du gut sehen, gell? Ja. Im Sommer, das kann man ein bisschen sitzen. Ich liebe Lossenheim. Wie viele Menschen wohnen in deinem Dorf? Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Varughese, warum hast du dich entschieden, nach Deutschland zu kommen? Eigentlich, das ist. Ich war damals ein Fußballspieler und mein Deutschland oder Germany ist meine Lieblingsmannschaft. Das war eigentlich ein Wunsch und deswegen habe ich das einfach automatisch so kommt, ja, nach Deutschland. Und dann in Deutschland gibt es eine gute Lebensqualität hier. Ja. Und dann habe ich viele Videos gesehen im Internet. Wie ist das Deutschland und das Wetter und alles habe ich gesehen. Und dann habe ich eine gute Möglichkeit bekommen. Jetzt bin ich in Deutschland, seit 3 Jahren. Das ist unser Bahnhof in Bahnhof Dossenheim. Das ist so ein Mini-Bahnhof. Ja. Aber cool, das ist ruhig, ne? Und was hast du schon mal recherchiert, als du in Indien warst, über Kultur, die Geschichte und so weiter? Welche Vorbereitungen hast du schon gemacht? Das ist eine gute Frage. Deutschland und Indien, das ist scharf und süß, ja. Erst einmal habe ich einen Kulturschock gehabt. Das Wetter manchmal, dass es regnet und manchmal Schnee. Und deswegen ein paar Kleidung habe ich mitgebracht. Das wusste ich nun dann Lebensmittel. Das ist ein großer Unterschied. Dann habe ich mitgebracht unsere Heimat, Geburts. Aber ich weiß, dass in Deutschland hast du so viele indische Lebensmittelladen. Hast du mittlerweile etwas gefunden in der Nähe von? Ja, natürlich, ja. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wenn ich will, kann ich die indische Geburts kaufen oder Kleidung kaufen. Was war deine größte Herausforderung, als du nach Deutschland gekommen bist? Das ist eine fantastische Frage. Ich bin am Samstag Abend gekommen. Ich wusste, dass nächsten Tag ist Sonntag und dann muss ich etwas einkaufen oder das. Ich weiß ich nicht wo und wie, was weiß ich nicht, gar nicht. Das war eine ganz schwierige Situation und dann habe ich mit jemandem gesprochen und dann hat gesagt, da gibt es eine Tankstelle. Dann habe ich in halber Kilometer weit weg habe ich eine Tankstelle gefunden. Das habe ich Sonntag habe ich etwas Brötchen oder etwas so, habe ich Apfel, habe ich das alles gekauft und dann nächsten Tag alles habe ich gesucht. Wo ist Aldi, wo ist Lidl? Für Lebensmittel kann ich einkaufen. Ich glaube, das ist so anders als in Indien, weil in Indien hast du 24 Stunden, 7 Tage, alles auf, nichts ist geschlossen. Ja. Also das ist so ein ganz anderes Ding in Deutschland, das für mich besonders interessant ist. Wie war deine Erfahrung, als du Deutsch mit Goethe-Institut gelernt hast? Goethe-Institut hat mir super gut geholfen. Da gibt es viele Bücher, da gibt es einen speziellen Fernseher, da kann man in der deutschen Kanäle kann man sehen. Viele Lehrerinnen, die haben gute Erfahrung. Die sprechen nicht andere Sprache, nur Deutsch. Die erklären alle mit deutschen Wörtern oder deutschen Buch. Das war eigentlich Schwierigkeit, aber das ist ein Vorteil. Eigentlich habe ich gedacht, ich kann das nicht machen. Ein Jahr habe ich gelernt, A1 bis B2. Jetzt bin ich in Deutschland. 50% Kredit goes to Goethe-Institut. 50% meine. Ich liebe Goethe-Institut. Und ich sehe, bist du schon an der Kirche gekommen? Und das ist eigentlich mein Lieblingsplatz, ja. Wenn ich Zeit habe, und dann komme ich jeden Tag. Oha, das ist riesig.
Das ist groß. Wie magst du dann deinen Job soweit? Wie gefällt es dir? Ja, das ist super. Das System ist sehr gut. Hier eigentlich das Dienstplan machen die Stationsleitung einen Monat früher. Da kann man gut planen. Ich habe letzte 2 Monate früher habe ich noch ein Baby bekommen und dann ich habe schon gesprochen mit Pflegedienstleitung und dann die hat 100% Unterstützung gegeben. Was willst du und dann kannst du machen, ja. Bist du glücklich in Deutschland? Gefällt dir das jetzt hier? Natürlich, ich bin ganz zufrieden in Deutschland. Ich kann gut arbeiten und gut Geld verdienen. Ich war alleine, aber jetzt bin ich mit einer Frau und Kindern. Ich bin ganz zufrieden. Vermisst du auch etwas an Indien, an dein Leben ja. da? Ja, ich vermisse eigentlich meine Eltern, meine Schwestern und mein Lebensmittel. Heimat ist Heimat. Perfekt. Vielen Dank, Varughese, für die Antworten und das nette Gespräch. Und wir sehen uns. Dankeschön. Bestimmt. Ciao.